Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier bei uns, wie immer vor Ort. Und wir legen heute da weiter, wo wir aufgehört haben. Und zwar möchte ich euch heute in der gelben Episode zeigen, dass es dort auch unser 8F-Item gibt, was ihr bereits von den vorherigen Videos kennt. Heißt allerdings ein bisschen anders. Und natürlich werde ich dabei unterstützt von unserem treuen Partner. Ihr erkennt schon an den blauen Strichen hier von hinten und an den blauen Wangen. Unser Aquachu ist auch wieder dabei. Allerdings werden wir das heute nicht brauchen. Auch wie in den vorherigen Episoden habe ich immer noch kein neues Mikro. Also entschuldigt bitte das Schnaufen. Wenn es euch nicht passt, Pech gehabt. Das 8F heißt in Pokémon Gelb WSM. Ist halt auch ein Glitch-Item. Und eigentlich wollte ich nicht jetzt direkt zeigen, wie man das fängt. Aber ich dachte mir, wenn wir gerade mal dabei sind, machen wir das eben mal. Um das Glitch-Item zu bekommen, müssen wir wieder ein... brauchen wir ein Missingno. Und zwar, wenn ihr euch erinnert, habe ich mal in einem anderen Video gezeigt, dass Missingno bzw. Glitch-Pokémon P, Pokémon P, so heißt das gute Ding. Und was P, Pokémon P so besonders macht, ist, dass es das Item an der fünften Stelle... 1, 2, 3, 4, 5, in dem Fall unser X-Speed, also das X-Tempo, durch ein anderes Item ersetzt. Und wenn wir an der fünften Stelle ein X-Tempo haben, wandelt das P-Pokémon P dieses X-Tempo in das Glitch-Item, was wir haben wollen, das 8F, beziehungsweise in Pokémon Gelb, das WSM um. Und nochmal zur Erinnerung, um P-Pokémon P zu bekommen, brauchen wir ein Pokémon mit dem Special-Stat von 194, da hat sich hier unser Pantimos bereitgestellt. Das heißt, ihr kennt das ganze Prozedere. Unser Long-Range-Trainer. Flüchten wir wie immer, hat sich nichts geändert. Eigentlich wollte ich es wie gesagt nicht zeigen, aber mein Gott, was soll's, wenn wir gerade einmal dabei sind. Ist ja auch schon eine Zeit her, nochmal ein bisschen die Erinnerung auffrischen. Also wie immer wegfliegen, wir können das Startmenü nicht benutzen. Das heißt, wir brauchen jetzt einen Trainer, den wir hoffentlich irgendwo noch finden, dass irgendwo noch einer übrig ist. Nicht so, dass wir schon massig benutzt haben. So. Der Trick, den ich euch hier zeige, funktioniert natürlich wie immer, auch in der, obwohl ich hier wie immer die englische Version benutze, funktioniert der selbstverständlich auch in der deutschen. Und diesen Trainer, der will nicht. Nee, der will nicht. Das heißt, ich hoffe, ich finde noch einen anderen. Wie gesagt, es funktioniert auch in der deutschen Version. Ah, der möchte sehr gut. Wie immer, denkt dran, dass der Trainer auf euch zulaufen muss, ansonsten hängt sich das Spiel auf. Und ja, ihr braucht kein Cheat-Modul oder ähnliches dafür. Das heißt, wenn ihr einen Gameboy zu Hause habt mit der Pokémon Game Edition, könnt ihr das da auch nachmachen. Die genauen Voraussetzungen poste ich wie immer unten, beziehungsweise gehen wir gleich auch nochmal durch. Aber jetzt der erste Teil überhaupt an das 8F, also unser Item, zu kommen. So, schnell hier einmal mit unserem Aquachu das Pokémon besiegen, den Trainer. Ein bisschen Vorsprung hier. So, jetzt können wir unser Startmenü wieder benutzen. Und ihr kennt das ja, wir fliegen jetzt zur Zinnoberinsel, suchen uns ein Ditto. Und dann müssen wir das Ditto in unser Pantimos verwandeln. Beziehungsweise, welches Pokémon ihr auch immer nehmt, was ein Special Stat von 194 hat. So, jetzt hier überall ein bisschen Grafikfehler. Teilweise wundert mich überhaupt, dass das Spiel noch funktioniert. So viel, wie wir schon damit angestellt haben. So, wir gehen zu der Stelle, wo es Ditos gibt. Hier ist auch wieder ein Grafikfehler und da auch. Sehr schön. Einmal flüchten. So, hier. Oh, nein. Weg. Ich möchte nur den Schalter umlegen. Wir sind in Frieden hier. Oh, okay. Und dann einmal in den Keller. Wie immer, denkt dran, dass ihr Fluchtseile dabei habt, sonst habt ihr nachher Probleme, hier rauszukommen. Oh. Einmal vorspulen. So. Und jetzt hier... Oh. Gibt's doch nicht. So, jetzt sind wir bei den Ditos. Hoffen wir, dass schnell eins kommt. Nein, das ist kein Ditto. Das ist auch kein Ditto. Das ist auch kein Ditto. Nope. Nope. Ein. Ah, da haben wir ein Ditto. Oh, okay. Denkt dran, dass euer Pantimos nicht an erster Stelle ist, weil ihr sonst eventuell das Ditto töten könnt. Das heißt, habt ein anderes Pokémon an erster Stelle und
wechselt dann einfach zum Pantimos. Beziehungsweise das jeweilige Pokémon, was euren gewünschten Special Set hat. Ja, Astito wird jetzt Wanda einsetzen. Und das kennen wir alles schon. Das können wir eigentlich auch vorspulen, so. Astito besiegen. Und jetzt können wir das Fluchtseil benutzen. So. Und jetzt müsst ihr natürlich darauf achten, dass ihr das X-Tempo an eurer fünften Stelle habt. Wenn wir jetzt nach oben gehen, kommt das P-Pokémon P und wandelt halt unser Item um. In das 8F, beziehungsweise das WSM, wie es hier heißt. Hier ist auch schon P-Pokémon P. Und ihr müsst es nicht mal besiegen. Es ist sogar besser, wenn ihr einfach flüchtet. Da es manchmal sein kann, wenn ihr es besiegt, dass das Spiel sich aufhängt. So, und wenn wir jetzt in die Itemtasche gehen, müsste alles, ja. Hier haben wir das WSM, so sieht's aus. Und ja, jetzt können wir quasi losgehen. Ich werde es mal verwenden, ihr werdet sehen, dass das Spiel wahrscheinlich crashen wird. Und natürlich, wie erwartet, crasht das Spiel. Denn, genau wie natürlich auch beim 8F, müssen wir jetzt quasi das unser Cheat-Modul, nennen wir es wieder so, programmieren. Und das ist natürlich wie vorher, wie bei allen Sachen vorher auch, eine Kombination aus Pokémon und Items, die ihr in der Tasche habt. Und fangen wir erstmal mit den Pokémon an. Ich werde auch hier wieder, wie in den vorherigen Videos auch, die Liste unten in die Beschreibung stecken. Aber wir schauen hier auch nochmal kurz drüber. Ihr müsst folgende Pokémon in eurer Box haben. Es ist egal, welche Box es ist, es muss nur eure aktuelle Box sein. Das sind 1, 2, 3, 4, 5... 5 mal Phlegmon. Level ist egal, es ist auch egal, welche Stats. Hauptsache es ist 5 mal Phlegmon. Dann haben wir dieses schöne Pokémon hier, ein Elektroball. Als nächstes dann ihn hier, Fukano. Dann haben wir noch einmal nach dem Fukano ein Blitzer. Und dann den Rest der Box, dass ihr insgesamt 20 Pokémon in der Box habt, füllt ihr, beziehungsweise 19, füllt ihr dann mit ihm hier, mit Kleinstein. Und das letzte muss dann nochmal ein Elektroball sein. Wie gesagt, Level, Attacken ist alles egal. Hauptsache es sind diese Pokémon. Das heißt, es macht das Ganze etwas einfacher nachzuspielen für euch. So, das wären erstmal die Pokémon. Wie gesagt, die genaue Liste schreibe ich hier immer unten rein. Und als nächstes kommen die Items. So, dafür resette ich jetzt einfach mal das Spiel. Beziehungsweise ist ja schon resettet. Ha. Und zwar ist es hier der Unterschied, dass das WSM, also unser 8F, erst ab der dritten Itemstelle arbeitet. Das heißt, wir können das erste Item ist natürlich unser Cheat-Modul. Das zweite Item kann egal was sein. Bevorzugt Meisterwahl, je nachdem, was wir damit machen. Und dann beginnen halt die Items. Hier haben wir halt Aufwecker, Carbon, Fluchtseil, X-Angriff, eine TM und die Limonade. Die genauen Anzahlen, ihr seht es hier an den Symbolen, dass es wie immer über 100 sind. Die genauen Anzahlen schreibe ich wie immer unten rein. Und wenn wir diese Voraussetzung gefüllt haben, dann können wir nämlich Folgendes machen. Ich habe euch nämlich noch gar nicht verraten, was wir jetzt machen können. Und zwar können wir jetzt das Surfer-Pikachu-Spiel machen, ohne dass wir ein Surfer-Pikachu brauchen. Natürlich habe ich jetzt hier unser Aquachu, was Surfer kann, aber wenn ihr jetzt normales Pikachu habt, was kein Surfer kann, oder einfach so ab und zu es spielen wollt, ohne extra an den Strand zu gehen, dann müsst ihr einfach nur das Item verwenden. Also wir haben jetzt alle Voraussetzungen getroffen und wir benutzen jetzt einfach das Item und ihr seht, Pikachu's Beach und wir können spielen. Allerdings sah das Spiel vorher noch nicht so kaputt aus, wo ich es getestet habe. Ich weiß nicht, was passiert ist, warum das jetzt so aussieht. Also im Normalfall sieht das nicht so aus, macht euch keine Sorgen. Ich habe wieder irgendwas kaputt gemacht. Ich weiß nur noch nicht was. Ah, das ärgert mich jetzt. Aber wie gesagt, ist ja nicht so schlimm. Passiert halt. Tun wir das mal vor, dass wir an Ende kommen. So.
Einzige, worauf ihr achten müsst, ihr seht hier, wenn das Spiel zu Ende ist, eure Model und so ist weg. Das heißt, ihr drückt einfach zweimal B und dann könnt ihr euch ganz normal wieder bewegen und alles ist da. Und die Grafikfehler sollten bei euch eigentlich nicht auftreten. Ich habe vorhin wahrscheinlich nur irgendwas anderes gemacht, was ich eigentlich hätte machen dürfen. Und dadurch ist das halt passiert. Könnt ihr auch mal probieren. Meistens reicht ja schon, wenn man einen Pokédex-Eintrag sich anschaut, ob das was bringt. Aber ich vermute mal nicht in diesem Fall. So, gucken wir nochmal. Und? Nein. Funktioniert in diesem Fall nicht. Gehe hier wieder ganz schnell raus. Und ja. Dann haben wir quasi hier schon mal einen Teil für Pokémon Gelb. Und, ja. Das war es noch nicht. Jetzt wechseln wir einmal das Spiel. Denn das Ganze gibt es natürlich auch, wie ich euch einmal gezeigt habe, in Pokémon Silber und Gold. Und heute möchte ich euch noch eine Kleinigkeit zeigen. Das heißt, wir wechseln einmal das Spiel. So. Einmal bitte groß. Jawohl. So. Und zwar habe ich euch ja zuletzt gezeigt, wie ihr an ein Celebi rankommt. Und viele möchten ja immer mal ein Missing nur sehen in den anderen Editionen. Und das ist ja eigentlich relativ schwer zu bekommen, beziehungsweise nur mit Hilfe Speichertricks und sowas lässt sich ja immer schwierig nachmachen auf dem Computer. Beziehungsweise wenn ihr mit Emulator spielt, nicht mit einem richtigen Spiel. Auf dem Gameboy, weil das Ganze ja von der Schnelligkeit her ein bisschen anders ist. Deswegen konnte ich bisher leider auch noch einige Tricks noch nicht zeigen, weil das alles sich ein bisschen schwer nachmachen lässt. Oder ich muss es halt am Gameboy machen, was ich eigentlich ungern mache. Aber ist ja auch egal. Jedenfalls möchte ich euch hier jetzt zeigen, wie ihr halt mithilfe des 8Fs bzw. unseres Münzkorbes in Pokémon Silber und Gold an einen Signo kommt und wie wir das noch für einen weiteren Trick ausnutzen können. Was ihr also braucht, ist quasi genau dasselbe wie auch zu dem Celebi, das heißt dieselben Pokémon, dieselbe Anordnung. Einzige, was sich ändert, sind die Items und die schauen wir uns einmal kurz an. Es ändert sich nicht viel, es kommt nur eine Kleinigkeit hinzu. Fliegen wir mal schnell ins Pokécenter. So, an den Computer. Schauen wir mal hier in die Itembox. So, und das Einzige, was sich ändert, ist nämlich alles genau dasselbe wie das Celebi. Aber statt, dass wir nur einmal vier Superbälle haben, haben wir es dreimal. Also seht ihr, Superball, Superball, Superball. Das ist das Einzige, was sich ändert. Das heißt, ihr braucht insgesamt drei Stapel, jeweils vier Superbälle. Und das ist schon quasi alles, mehr ändert sich nichts. Wie gesagt, die Pokémon-Attacken-Reihenfolge ist alles dasselbe wie beim Celebi-Trick. Ja, würde ich sagen, machen wir das Ganze mal. Heißt, wir fliegen wie immer zurück ins Pokémon-Labor. Speichern hier ab. Wir möchten speichern. Dieser Trick funktioniert genau wie gerade auch in Gelb. Natürlich auf eurer richtigen Edition. Auf der deutschen Version etc. etc. So. Und Neustart. Was ihr jetzt macht, das ändert sich auch nicht. Ihr geht einfach raus. Vier Schritte nach rechts. Schaut euch den... Ihr könnt euch hier zwei Schreie anhören. Einmal den von Mashok und einmal den von Knofenser. Welches ihr nehmt, ist euch überlassen. Aber ich nehme hier einfach das Prinzip immer das Mashok. So, das haben wir. Dann auch, hat sich nicht geändert, unser Münzkorb. Hier haben wir ihn. So, jetzt ist der Trick aktiv. Und jetzt fliegen wir zu Pokezüchter. Hier ändert sich auch nochmal eine Kleinigkeit im Gegensatz zum Celebi-Trick, nämlich wir geben jetzt unser Pokémon, das wir tauschen möchten, in das Missigno, geben wir jetzt nämlich nicht der Frau, sondern dem Herrn. Also dem linken Züchter, nicht der Frau. So, dann machen wir hier. Einmal links abgeben. Unser Togepi, das Pokémon an erster Stelle. So, danach wieder sofort ansprechen. Hier derselbe Text. Bla bla bla. Level gestiegen 252. Und natürlich müsst ihr jetzt ganz viel Geld noch zahlen. Das heißt, schaut, dass ihr genug Geld dabei habt. So, ihr habt gehört, es gab keinen Pokeschrei. Und unser Togepi ist jetzt hier, ihr seht es hier unten schon. Ein Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Also ein Missigno. Ihr seht doch hier unten, der Typ ist schon verbuggt.
Das ist auch ein Anzeichen dafür. Nur oben Nummer 255. Und ja, damit haben wir quasi das Missigno. Und wie sich das Missigno im Kampf, ich kann euch das mal eben zeigen. Wechseln wir das mal eben an erste Stelle. Das Gute an diesem Missigno ist, dass es... So, Moment, mal so kurz mal hier was machen. So. Das Gute an diesem Missigno ist, dass es quasi sicher ist für euer Spiel. Das heißt, euer Spiel kann dadurch nicht gelöscht werden. Allerdings könnt ihr mit dem Missigno halt nicht viel anfangen. Das Missigno hat kein eigenes Model. Das heißt, wenn wir jetzt einen Pokémon hervorrufen, nimmt es einfach das Model an, was zuletzt angezeigt wurde. In dem Fall war das jetzt unser Spieler. Das heißt, unser Missigno sieht jetzt aus wie der Spieler. Es könnten aber in dem Fall auch, wenn ihr zuvor ein anderes Pokémon habt, meinetwegen wirklich ein Togepi, könnte halt jetzt das Missigno auch aussehen wie ein schwarz-weißes Togepi. Also da gibt es nicht viel zu zeigen. Aber was wir jetzt machen wollen, ich hoffe, das funktioniert. Zwar muss ich da kurz mal eine kleine Anleitung öffnen, beziehungsweise mein kleines Hilfebüchlein. Macht sich ja auch manchmal Notizen. Zwar schauen wir jetzt, dass wir das Missigno hier, und zwar dieses bestimmte Missigno. Es gibt natürlich auch, wie in Pokémon Gelb und Blau, noch verschiedene Typen von Missigno. Allerdings brauchen wir dieses bestimmte Missigno hier. Und das müssen wir an erster Stelle haben. Und jetzt müssen wir mit einem Trick versuchen, in unser Team, wo wir ja 6 Pokémon haben, beziehungsweise 5 Pokémon und das Missigno, probieren wir jetzt, noch weitere 5 Pokémon in das Team reinzuquetschen. Das heißt, dass wir insgesamt ein Team von 11 Pokémon haben. Und das sollte, wenn es klappt, ich habe es ehrlich gesagt noch nicht probiert. Ihr wisst ja, hier ist quasi alles mehr oder weniger live, in Anführungszeichen. Müssten wir jetzt durch die Move Pokémon ohne Mail-Funktion eigentlich jetzt es schaffen können, 5 weitere Pokémon in unser Team zu stellen. Denn dieses Pokémon, das Missigno, hat nämlich so die Eigenschaft, dass alles Pokémon, ähnlich wie das Kuh, was wir aus Gelb und so kennen, dass alles, was unter ihm ist, nicht mehr quasi angezeigt wird. Das heißt, wir haben jetzt theoretisch für das Spiel, wie gesagt, wenn es wirklich so klappt, wie ich es mir erhoffe, haben wir jetzt eigentlich nur ein Pokémon, nämlich das unser Glitch-Pokémon halt im Team. Das heißt, wir müssten jetzt eigentlich in der Lage sein, egal welche Pokémon unser Team, ja, ihr seht das hier, Party zeigt nämlich keine Pokémon an. Und deswegen können wir das jetzt einfach hier reinschieben. Nehmen wir hier noch irgendeins, hier noch das Onix. Auch in unser Team, natürlich immer nach oben an erster Stelle. Und ihr seht schon, hier jetzt glitscht es ein bisschen schon rum. Jetzt haben wir halt schon 8 Pokémon im Team. Jetzt nehmen wir hier noch das Lavita. Jetzt haben wir 3 Pokémon, also brauchen wir noch 2. Mal hier das unser Benjamin Blümchen. Und noch ein weiteres. Nehmen wir noch die Ente. So, jetzt haben wir insgesamt 5 Pokémon noch reingeschoben. Haben jetzt halt quasi 11 Pokémon in der Tasche. Und ihr seht schon, hier kommen auch sofort diese Glitch-Effekte. Wie wir sie auch aus Blau und Co. kennen. Und wenn wir jetzt den Incognito-Pokédex öffnen, müsste eigentlich etwas Bestimmtes passieren. Ich hoffe es. Wir probieren einfach mal. Das heißt, ihr geht einfach in euren Pokédex, drückt Escape und geht hier in den Incognito-Modus. Ihr kennt den ja, den haltet ihr in den Alpha-Ruinen. Schauen wir mal. Ja. Und unser Spiel startet neu. Sehr gut. Und es ist, glaube ich, sogar komplett aufgehangen. Ja, so haben wir das immer gern. Alles kaputt. Habe ich genug Pokémon reingeschoben? Ich weiß es gerade gar nicht. Waren das wirklich 5? Ring, ring. So, da ist unser Spiel wieder. Ja, probieren wir das Ganze nochmal. Haben wir ein Pokémon schon drin? Der speichert immer, ja. Ich schiebe mal noch ein Pokémon rein. Eigentlich müssten wir nämlich im Normalfall, zumindest habt ihr mir das erhofft, ihr habt ja schon gesehen, das war alles sofort verglitscht. Eigentlich müssten wir in eine Glitch-Dimension kommen. Und 2 Entwicklungen sehen. Aber irgendwie wollte das jetzt gerade nicht, deswegen probieren wir es noch einmal. Habe ich ein Pokémon zu wenig reingedrückt? Gucken wir mal.
So. 1, 2, 3, 4, 5. Naja, eigentlich sind genug drin, ne? Aber wir schieben einfach mal noch eins rein. Ganz nach oben. Jetzt haben wir 6 Pokémon drin. Komisch eigentlich. So. Und wieder in den Kognito-Modus. Okay, da startet das Spiel einfach neu, ohne dass wir was sehen. Also nicht nur euer Bild ist schwarz, sondern meins auch. Ich starte einfach mal manuell neu. Ja, jetzt ist wieder alles da. Okay. Auch ein interessanter Effekt. Wenn 6 Pokémon da sind, startet es neu, ohne das Bild zu starten. Nehmen wir einfach mal 2 Pokémon aus dem Team raus und schauen mal, was mit 4 Pokémon passiert. Oh, bla bla bla, ja ja ja. Schieben wir mal hier 2 Pokémon wieder raus. In irgendeine leere Box, nicht dass irgendwas auswählen passieren kann. Move. Hierhin. So. Gucken wir jetzt nochmal, was passiert. Ha, okay, hängt sich auch nur auf. Starten wir neu. Probieren wir es nochmal mit 5. Ich schiebe nochmal 1 rein. Ich möchte eigentlich, dass das gerne klappt. Aber es ist natürlich auch mal ein bisschen Glückssache. Blablabla. Hier nehmen wir einfach mal das Huthut. Das Huthut, der hat sich jetzt bereit erklärt. Rein mit dir. Und unseren Pokédex. Nee. Okay. Es möchte nicht. Auch hier wieder. Schwarzer Bildschirm. Oh, da waren gerade Effekte. Sind da gerade Fische vorbeigeschoben? So, ich hoffe, jetzt kommen wieder die Fische. Jetzt läuft ja gerade die Vorschau. Da sind Fische. Da sind da Fische. Okay. Auch interessant. Gucken, ob ich einfach mal das Spiel starten kann, irgendwas sehe im Menü oder so. Ui. Was haben wir denn hier? Menü lässt sich nicht sehen. Textfelder auch nicht. Können wir in die Welt gehen? Ich weiß nicht, wo wir sind. Oh. Okay, es werden also nur ein paar Model angezeigt in einer interessanten Farbe. Und jetzt habe ich die Dame angesprochen. Okay, nichts passiert. Jetzt sind wir im Pokémon-Team. Oder im Pokédex sind wir jetzt, ja. Das heißt, eins nach unten. Team. Und wir crashen sofort natürlich, weil wir mehr als 6 Pokémon drin haben. Ist das blöd. Aber na gut. Das ist quasi schon jetzt in dem Fall wirklich alles, was ich euch zeigen wollte. Schade, dass das letzte nicht geklappt hat, denn was daran nämlich so besonders gewesen wäre, wenn das jetzt geklappt hätte, würde das nämlich eine Glitch-Dimension hervorrufen, was heißt, ihr könnt eure Uhr umstellen, was ihr eigentlich so im Spiel nicht könnt. Außer halt mithilfe der Glitch-Dimension. Aber auch hier lässt sich noch viel nachgucken. Natürlich kann ich mir jetzt nicht bewegen. Also beziehungsweise ich öffne jetzt lieber nicht mein Pokémon-Team. Eins können wir noch gucken, was mich interessiert, das habe ich auch nicht nachgeschaut, wie es jetzt ist, wenn wir in den Pokémon-Kampf gehen. Gucken wir einfach mal. Irgendwas Besonderes passiert. Ah, wir rufen jetzt einen Huthut ohne Name. Ja. Ganz normale Attacken. Können nicht flüchten, natürlich. Unser Huthut hat nur Level 2. Wenn ich hier jetzt wahrscheinlich das Pokémon-Menü öffne... Oh, oh, oh. Da sind wir abgestürzt. Da habe ich zu schnell geklickt oder so. Na gut. Oh! Oh! Warum ist es denn jetzt nochmal neu gestartet? Ich glaube, wir kriegen so eine Glitch-Dimension. Das heißt, so würde es auch klappen. Probieren wir das Ganze nochmal. Ha, so finden wir spontan neue Sachen heraus. Das ist doch perfekt. Was wünscht man sich wer? Pokémon-Kampf? Guck mal, so. Pokémon-Menü öffnen. Klappt es jetzt? Oh, jetzt startet er nicht neu.
Ja. Jetzt haben wir hier eine Glitch-Dimension wieder. Seht ihr sofort, ist alles ein bisschen schwarz-weiß. Aber die Uhrzeit ist noch gestellt. Ah, das ist schade. Das heißt, wir haben nur Teil-Glitch-Dimensionen mit sehr interessanten Farben. Hier ist ein komplett schwarz-weißes Haus. Aber gut. Dann haben wir das quasi auch geklärt. Und ja, das wäre es dann auch schon für heute gewesen. Ich hoffe, euch hat das Video wie immer gefallen. Wenn ja, gebt den Daumen nach oben, favorisiert das Video. Teilt es mit euren Freunden, Verwandten, Haustieren, was weiß ich nicht alles. Wenn ihr neue Zuschauer seid, willkommen bei uns. Abonniert doch gerne den Kanal. Und dann würde ich auch schon sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.